Ach so, du meinst, Geburtstagsparty, ne? Okay, er hat gerade gesagt, ja, die feiern Geburtstag vom Propheten, die anderen nicht. Allah sagt im Koran, in Sura 4, Vers 59, فَإِنْتَنَا زَأْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr in einer Sache Meinungsverschiedenheit habt, dann geht zurück zu Allah, das heißt zum Koran und zu der Sunna, wenn ihr an Allah und den Gesandten glaubt. Okay, dann gucken wir einfach im Koran. Steht im Koran irgendetwas von Mevlut feiern? Nein. Dann gucken wir in der Sunna. Hat der Prophet seinen Geburtstag gefeiert? Nein. Haben die Sahaba seinen Geburtstag gefeiert? Nein. Okay, dann fragen wir, wer ist besser? Der Sahaba? Und wer hat sich mehr bemüht, den Islam richtig zu praktizieren? Die Sahaba. Und wer hat den Islam besser verstanden? Die Sahaba? Oder heute der Hodja oder was auch immer? Ja, ist es nicht schlimm, jetzt zusätzlich Dhikr zu machen, weil die machen nur Dhikr in dieser Feier? Warum beten wir dann nicht bei Dhur? Gut, okay, warte, einer nach dem anderen. Er hat jetzt gesagt, ist es denn nicht? Er hat gesagt, ist es denn schlimm, wenn man nicht zusätzlich etwas macht? Der Prophet, a.s.w., der hat gesagt, diese Umma hat zwei Feiertage. Wenn wir mehr Feiertage machen, haben wir dann die Religion verändert? Haben wir was hinzugefügt oder nicht? Ja. Kann ich beim Dhur-Gebet, kann ich auch 8 Rakats beten oder muss ich 4 Rakats beten? 4. Der Prophet, a.s.w., es kam ein Mann, der hat gesagt, ich werde fasten und werde nicht aufhören zu fasten. Und der andere hat gesagt, ich werde keine Frauen heiraten. Und dann hat der andere hat gesagt, ich werde jede Nacht, die ganze Nacht im Gebet stehen und werde gar nicht schlafen. Hat der Prophet a.s.w. gesagt, ich bin der Gottesfürchtige von euch. Und der am meisten Wissen hat. Und ich faste und ich breche Fasten. Und ich bete und ich schlafe. Und ich heirate Frauen. Und wer sich nicht an meine Sunna hält, und wer sich nicht an meine Sunna hält, gehört nicht zu mir. Warum mache ich nicht so beim Takbir al-Ihram? Warum mache ich nicht so? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Warum mache ich nicht so? Weil die Religion sagt ganz klar, man muss sich so anhalten, wie der Prophet gemacht hat. Und der Prophet selber sagt, man amila amala, laysa li amruna fawarat. Wer eine Tat macht, für die es von uns keinen Befehl gibt, so wird sie abgelehnt. Es ist eine Erneuerung in der Religion. Ganz klarer Fall. Ein neues Fest und der nächste kommt noch fest. Warum geben wir nicht für jeden Propheten Fest? Da können wir 365 Mal im Jahr können wir dann von irgendeinem Propheten ein Fest feiern. Aber da haben wir die Religion geändert. Und außerdem, was sagen wir damit? Wir sagen damit, dass wir etwas in der Religion gefunden haben, was der Prophet nicht wusste. Audubillah. Wir sagen damit, der Prophet hat uns nicht alles gezeigt. Aber der Prophet a.s.w. sagt selber, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُكَرِّبُكُمْ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا دَلَلْتُكُمْ عَلَيْهِ. Ich habe nichts gelassen in der Religion, was euch in Allah näher bringt, außer dass ich euch gezeigt habe. Das sagt der Prophet a.s.w. Da muss man sich jetzt fragen, welche Meinung ist sicherer? Dass ich das mache oder ich nicht mache? Bitte, Bruder. Ja, das mit dem Mevlid, was ist denn, wenn ich da hingehe, aber meine Absicht ist, mich einfach da versammeln und ich gehe da voran. Und ich habe dich schon gewarnt. Ich habe gesagt, das ist eine Bidda. Und ja. Ich gehe aber trotzdem, meine Absicht ist, Koran lesen und so weiter. Bruder, normalerweise soll man bei solchen Sachen ganz fern bleiben. Verstehst du, Bruder? Man soll bei solchen Sachen ganz fern bleiben, egal wie die Absicht ist. Verstehst du? Damit man den Leuten zeigt, ich habe damit nichts zu tun. Jetzt hat eben jemand was gesagt, die wollen nur Gutes. Okay, die wollen nur Gutes, kein Problem. Wir sagen, wer Gutes will, der hat zwei Bedingungen bei dem Guten, was er macht. Erste Bedingung, dass er es für Allah macht. Und zweite Bedingung, dass er es so macht wie der Prophet. Genau. Ikhlas und Mutaba. Dass er Aufrichtigkeit hat und Folgen des Propheten. Wenn eins fehlt, die Tat ist nicht akzeptiert. Wenn kein Ikhlas drin ist, die Tat ist abgelehnt, selbst wenn die Tat korrekt ist von der Ausführung her. Wenn Ikhlas richtig ist, aber der macht eine Tat, die mit Islam nichts zu tun hat, wird abgelehnt. Ich gebe euch ein Beispiel. Ibn Mas'ud, der kommt in eine Moschee rein. Ibn Mas'ud, wer ist Ibn Mas'ud? Einer von den Fuqaha der Sahaba. Der kommt in eine Moschee in Basra
Ich glaube, Abu Sa'id al-Khudri oder Abu Musa al-Ash'ari hat ihn gerufen, aber auf jeden Fall ein anderer Sahabi, entweder Abu Musa al-Ash'ari oder Abu Sa'id al-Khudri, hat ihn gerufen, hat dort etwas gesehen. Und er hat Ibn Mas'ud gerufen, hat ihn das zu sehen. Er hat gesagt, ich sehe dort etwas, was ich verabscheue. Da waren Menschen, die hatten Steine, und der eine hat Kommando gegeben und hat gesagt, Kebbiru Mia, macht 5-mal. Das ist Sunnah Darimin, ist authentisch. Macht 100-mal Allahu Akbar. Wa Hallilu Mia, macht 100-mal La ilaha illallah. Und so weiter. Und so Tahmid, also auf jeden Fall Dhikr. Dann hat Ibn Mas'ud das gesehen, hat zu denen gesagt, Ma hadha alladhi arakum tasma'un. Was ist das, was ich euch da sehe, was ihr macht? Da sagt er, da sagen sie, Hissa na'uddu biha al-Takbirat wa Tahlilat und so weiter. Okay, maqalu. Das heißt, das sind Steine, wir zählen mit diesen Steinen auf Kommando Allahu Akbar und so, auf wie wir das machen. Dann sagt er, fa'uddu sayyi'atikum fa'anna damin lakum an la yadi'a min hasanatikum shay. Dann zählt besser eure schlechten Taten, dann garantiere ich euch, dass von euren guten Taten nichts übrig bleibt. Wenn das von euren guten Taten nichts weggeht. Dann sagt er, guck mal hier, hier ist das Geschirr noch vom Propheten, das ist noch nicht kaputt gegangen. Und die Kleidung von ihm, die ist noch nicht so kaputt, auch kaputt gegangen in dem Sinne. Ja? Wallah, dann sagt er, dann schwört er und sagt, entweder ihr seid auf einer Religion, die rechtgeleitet ist, imma antum ala millatin ahda min millati Muhammad, au muftatihu bab ad-dalala. Oder ihr öffnet gerade die Tür zu einem Irregehen. Und hat die Steine weggetreten. Das ist Ibn Mas'ud in dieser Sache.